Guten Morgen, liebe Geschwister, lasst uns mit einem stillen Gebet beginnen. Morning, brothers and sisters, let's begin with a quiet prayer. Amen. Amen. Okay. Willkommen zurück, liebe Geschwister. So, welcome back, brothers and sisters. Wir sind auf Seite 250 in den Notizen. So, in your notes, we're on page 250. Und in diesem Vortrag möchte ich euch ein paar gute und einfache Argumente geben, um diese Argumentation der Gegner zu verhindern, wenn sie für die Verbindung von Kirche und Staat argumentieren werden. So, and in this presentation I want to give you some simple arguments that speak in opposition to those who are promoting the amalgamation of church and state. Und wir haben ja uns gestern bereits angeschaut, ja, wie das Sonntagsgesetz hier kommen wird. And yesterday we seen how the Sunday law arrives. Ja, dass hier erstmal dieses zivile Sonntagsgesetz kommen wird. So first of all we've got this civil Sunday law. Ja, wo wir den Sabbat noch halten können, wo noch Religionsfreiheit bestehen wird. Where we can still keep the Sabbath and where we still maintain our religious freedom. Aber dann kommt an Punkt B dieses religiöse Sonntagsgesetz, wo sie uns die Sabbathaltung verbieten werden. But then at point B it becomes a religious Sunday law at the point where they forbid us to hold the Sabbath. Und das wird dann auch der Test sein, ob wir Gott treu bleiben, den Sabbat treu weiterhalten werden oder nicht. And this is the test at that point whether we are going to faithfully keep the Sabbath in spite of the law against us. Und wir haben auch gesehen, dass hier in dieser Zeit zwischen A und B kommt dann diese Sonntagsbewegung auf. And we also came to see that in this time period between A and B that the Sunday movement comes to effect, that it rises up. Die dann dieses Sonntagsgesetz, dieses zivile Sonntagsgesetz, in ein religiöses Sonntagsgesetz umwandeln wollen. They have the intention to take this civil Sunday law and push for this religious Sunday law. Und was haben wir gelesen? Was müssen sie tun, damit sie das bewerkstelligen können? Was hindert sie hier noch in dieser Zeit daran, das zu tun? How did we read that they intend to do this? What holds them back? What restricts them at this time from doing that? Genau, da war noch die Verfassung, die noch im Weg steht. Okay, it's the constitution that's standing in their way. Also hier werden sie diese ganzen Petitionen und so weiter anfangen, um die Bevölkerung sozusagen dahingehend aufzuwiegeln. So they're going to bring these petitions to sway the opinions of the masses, so dass dann letztendlich die Politiker natürlich beeinflusst werden, dem nachzukommen, um weiter an der Macht zu bleiben. So in end the politicians are going to be moved to agree with these petitions in order to stay in office. Das können wir auch noch mal kurz schauen, das müsste in den Notizen sein. And we can see this if we look in our notes. Schauen, ob ich das jetzt sofort finde. Genau, hier auf Seite 192. On page 192 in your notes. Ja. Das Zitat hier, das letzte Zitat auf der Seite aus dem Großen Kampf ist das. So, the last quote on page 192 from Great Controversy. Da die Überschrift ist noch von mir, das Fettgedruckte ist das erste und danach fängt das Zitat an. The
bold print title is from me, and then it begins at the dignitaries. Die Würdenträger von Kirche und Staat werden sich zusammenschließen, um alle Klassen zu bestechen, zu überzeugen oder zu zwingen, den Sonntag zu ehren. Der Mangel an göttlicher Autorität wird durch unterdrückende Verordnungen ersetzt. Politische Korruption zerstört die Liebe zur Gerechtigkeit und die Achtung vor der Wahrheit. Und selbst im freien Amerika werden die Herrscher und Gesetzgeber, um die öffentliche Gunst zu sichern, der populären Forderung der Bevölkerung nach einem Gesetz nachgeben, das die Einhaltung des Sonntags vorschreibt. Also was sehen wir? Wo kommt vor allen Dingen diese Sonntagsforderung her? Aus welcher Richtung? So we can see from which direction do these demands for a Sunday law come. Genau, aus der Bevölkerung. It comes from the people. Deswegen, wir müssen sehen, dass diese Bewegung wirklich eine Bewegung in der breiten Bevölkerung sein wird. So we need to see that this is a movement that's going to come from the majority of the masses. Und ja, dass die Politiker dann in dem Sinne gezwungen sein werden, wenn sie weiter regieren wollen, dieser Forderung nachzukommen. And that the politicians, in order to secure that public favor, are going to yield to public demand. Und gestern habe ich ja zum Beispiel diese Proteste von diesen Gelbwesten in Frankreich erwähnt. And yesterday we spoke about these yellow vest protesters in France. Ja, und es ist ziemlich interessant, dass ja, weil sie so viel Gewalt ausgeübt haben und so viel Chaos gestiftet haben. It's interesting to note that they have caused so much chaos and used so much violence. Dass jetzt der Präsident von Frankreich vielen von ihren Forderungen nachgekommen ist. That the president of France is actually willing to meet many of their demands. Nur damit er weiter regieren kann und das alles wieder ruhig wird. So that things will be abated and he remain in power. Ja. Und wir wissen ja, dass Frankreich schattet welche Macht voraus. And we know that France is a type of which nation? USA. The USA. Ja. Deswegen, das ist alles kein Zufall, dass es ausgerechnet da in Frankreich alles jetzt vor sich geht. So it's no Zufall, no coincidence. Coincidence, thank you. It's no coincidence that these things are taking place in France at this time. Also hier sind dann diese Petitionen. So here we mark these petitions. Für eine Verfassungsänderung. Petitions demanding a change in the constitution. Okay, jetzt lasst uns zu 250 zurückgehen. So back to page 250 in the notes. Und lasst uns dann das erste Zitat hier lesen von meinem fünften Vortrag. So, and the first quote. Yeah. Oh, okay. Es steht, wir sehen, dass die Anstrengungen unternommen werden, um unsere Religionsfreiheit einzuschränken. Also wo befinden wir uns? Auf der Linie? Where are we on the line? Genau, zwischen A und B. Ja, hier wird die Religionsfreiheit versucht eingeschränkt zu werden. Die Sonntagsfrage hat inzwischen ein großes Ausmaß angenommen. Im Kongress wird eine Änderung unserer Verfassung gefordert und wenn sie erreicht ist, wird Unterdrückung folgen müssen. Ja, also ganz klar hier zwischen A und B, wo sie das jetzt hier hinsetzt. Ich möchte fragen, bist du wach bezüglich dieser Angelegenheit? Und erkennst du, dass die Nacht kommt, in der kein Mensch arbeiten kann? Denn sie sagt ja, wenn die Verfassung geändert wird, was muss unweigerlich kommen? So she tells us, when the constitution is changed, what must follow? Unterdrückung, ganz genau. Oppression. Ja, also hier fängt dann diese Unterdrückung an. So at this point, oppression is going to begin. Ja, denn hier ist ja die USA jetzt dieser Kopf aus Gold geworden, richtig? So it's at that point that the USA becomes the head of gold. Und wenn er dieser Kopf aus Gold wird, was sagte Ellen White in Bucherziehung? And what does Ellen White tell us in the Book of Education when they reach the position where the head is of gold? Genau, es wird dieser grausame und stolze Unterdrücker. It's going to become a cruel and proud oppressor. Ja, und wir sehen deswegen, dass die USA ja, erstmal jetzt wirklich aufsteigen wird und die allermächtigste, sie sind schon die mächtigste Nation. So we already know that the USA is the world power, but when she reaches that height
of her power. Ja, aber die USA wird jetzt noch mächtiger werden im Vergleich zu den anderen Nationen. Compared to all the other nations, it's going to be higher in power, in might, in wealth. Und Trump wird wirklich Amerika in dem Sinne erstmal scheinbar groß machen. And Donald Trump is, in to the true word of the sense, going to make America at least appear to be great again. Ja, und deswegen, ja, wir sehen ja schon, wie Amerika momentan all die anderen Nationen zwingen kann. And we can see the leverage that America has on all the other nations of the world. In diesem ganzen Handelskrieg, der momentan schon vor sich geht. All of the trade wars and marketing strategies that are in place. Dann mit diesem NATO-Bündnis übt Trump Druck aus auf die NATO-Partner. So Donald Trump is putting pressure upon the NATO partners. Deswegen Amerika fängt jetzt an, wieder die Muskeln spielen zu lassen. So America is flexing its muscles again. Ja, und deswegen, sie werden jetzt wirklich in dieser Zeit bis zum Sonntagsgesetz immer mächtiger, immer mächtiger, immer mächtiger werden im Vergleich zu den anderen Nationen. So in this time period here, America is going to get mightier and stronger and mightier and stronger compared to the other nations. Und Offenbarung 13 sagt uns ja, dass sie dann die ganze Welt dazu zwingen werden, dieses Sonntagsgesetz anzunehmen. Revelation 13 tells us that the USA is going to force all the other nations to follow in its suit regarding the Sunday law. Deswegen in diese ganzen Verschwörungstheorien, die sagen, ja, Amerika wird immer schwächer und China und so weiter wird immer stärker, das ist Unfug. All these conspiracy theories that say that America is going to fall and China is getting bigger and bigger, it's all nonsense. Amerika wird immer stärker werden jetzt und es wird die ganze Welt unter seinem Joch haben können. America is going to get stronger and stronger and it's going to have the whole world under its belt. Und es wird dieser Kopf aus Gold sein. And it's going to become that head of gold. Und zwar genau hier an Punkt B. At exactly point B. Und dann wird Trump sich überheben und gegen Gott anfangen zu rebellieren. And it's at that point that Donald Trump is going to lift himself up in pride and fall. Okay. Und deswegen lass uns jetzt weiterlesen. So let's read on. Sie sagt, es kommt diese Zeit, wo jetzt diese Verfassung geändert wird und diese Unterdrückung muss dann folgen. So she's telling us that the amendment to the Constitution has been urged and when it's obtained, the oppression must follow. Und lass nochmal da lesen, direkt nach dem ersten Fettgedruckten. Da stellt sie uns jetzt eine Frage. We're going to continue reading at that point. Sagt sie, ich möchte fragen, bist du wach bezüglich dieser Angelegenheit? Ja, erkennst du das, was alles vor sich geht? She's asking us directly, are we awake? Do we understand what's happening right in front of us? Und erkennst du, dass die Nacht kommt, in der kein Mensch arbeiten kann? Hast du diese Intensität des Eifers und jene Frömmigkeit und Hingabe gehabt, die es dir ermöglichen wird, zu stehen, wenn Unterdrückung über dich gebracht wird? Ja, wichtige Fragen, die jeder für sich selbst beantworten muss. Very important question that everybody needs to answer for themselves as individuals. Es scheint uns jetzt nicht möglich zu sein, dass jemand allein stehen muss. Aber wenn Gott jemals durch mich gesprochen hat, wird die Zeit kommen, in der wir um seines Namens willen vor die Räte und vor Tausende gebracht werden und jeder wird die Gründe für seinen Glauben nennen müssen. Dann wird die härteste Kritik an jedem Standpunkt aufkommen, der für die Wahrheit eingenommen wurde. Wir müssen also das Wort Gottes studieren, damit wir wissen, warum wir an die Lehren glauben, die wir vertreten. Wir müssen die lebendigen Aussprüche Jehovas gründlich durchsuchen. Also, was wird mit uns passiert? Oder was wird mit uns passieren? Was sagt sie? What does she tell us is going to happen? Ja, wenn die Verfassung geändert wird hier an Punkt B. So when the Constitution is changed here at point B. Ja, und die Unterdrückung kommt. Oppression comes. Was wird dann mit uns passieren? What's going to happen with us? Wir müssen uns rechtfertigen. Genau, wir werden ja dann vor die ganzen Räte und vor Tausende gebracht werden, sagt sie hier. We're going to get dragged before councils of thousands and have to give an account for our faith. Und was haben wir gestern studiert? Wann werden wir vor die Könige gebracht werden? Yesterday we studied when do we get brought before kings and governors and rulers. Wo auf unserer Linie? On the line. Genau, an der Kluft, ne? The chasm, here. Hier stand Luther vor dem König, Daniel stand hier vor dem König. Ja, hier waren die drei Freunde vor dem König, sind ausgeliefert worden in Daniel 3. Luther, Daniel, Daniel's three friends, Shadrach, Meshach and Abednego, stand before the kings. Also hier ist dann dieses Gerichtsverfahren, ja, was dann hier im irdischen Gericht stattfindet. So this is this courtroom that takes place here. Und aber im himmlischen Höfen, was geht da vor sich? But what's going up in the heavenly courts? Parallel dazu. Genau, das
Gericht an den Lebenden. Okay, ja. It's the judgment of the living. Zumindest für diese Gruppe, die jetzt hier schon vor die Könige gebracht wird. So for this group at this point who are brought before kings, governors and rulers at this time. Und deswegen, ja, wir müssen uns darauf vorbereiten. So we need to prepare for this crisis. Ja, wann ist denn Christus verhaftet worden? When did Christ get arrested? Um Mitternacht, genau. Amen. Ja. Helmut sagt, um Mitternacht ist er verhaftet worden. Mitternacht, richtig? So midnight Christ was arrested. Und dann ist er wohin gebracht worden? Where was he brought? Von den Hohen Rat und dann auch noch vor Pilatus und Herodes, okay. Ne? So from the high For the Sanhedrin. For the Sanhedrin and then for Pilate, before Pilate. Lass uns das nochmal, gehen wir nochmal zu Johannes 16. In John chapter 16, if you turn there in your Bibles. Lesen wir Vers 1 bis 3. And if we read the first three verses, John 16, 1 through 3. Steht, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Denn sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Ja, also wo ist das auf unserer Linie? So where do we place that on the line? Genau, in der Kluft, ne? Dort kommen wir mit dem Tod ins Angesicht um Mitternacht. It's at the chasm. It's at the chasm that we come face to face with death at midnight. Und dann wird ja offenbar, ob wir wirklich wahren Glauben an die Verheißung Gottes haben. And it's at that point where it will be revealed who has real faith in the promises of God. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Also, ja, wir sollen daran denken, dass Jesus uns das gesagt hat, wenn diese Stunde kommt hier, richtig? So, we have to remember that Jesus has told us in advance that when this hour comes. Ja, es ist diese Stunde der Versuchung, die über uns kommen wird. It's the hour of temptation that's going to come over us. Denn Jesus, was hat Jesus in Gethsemane seinen Jüngern gesagt? So what did Jesus tell his disciples in Gethsemane? Er hat gesagt, wachet und betet, he said, watch and pray, dass ihr nicht in Versuchung kommt. That you don't fall in temptation. Und dann hat er gesagt, jetzt ist diese Stunde der Versuchung gekommen, als er verhaftet worden ist. Hour of temptation has come when he was judged, when he was arrested. Okay. Also hier sehen wir, dass wir vor diese Synagogen kommen werden. So we can see here that we're going to come before the synagogues. Gehen wir jetzt zu Matthäus Kapitel 10. If we turn to Matthew chapter 10. Und lesen wir Vers 17. And read in verse 17. Oder in Matthäus 10, wen sendet er da aus? So in Matthew 10, who's he sending out? Lesen wir nochmal Vers 1. If we read in verse 1, it will tell us. Ja. Da steht, da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. So he called his 12 disciples and gave them power. Also, wo haben wir gestern die 12 Jünger markiert gehabt? So where did we mark yesterday the 12 disciples? Punkt B, ne? Point B. Hier, wo diese erste Tempelreinigung war, in Johannes Kapitel 6. Where the first temple cleansing is in John chapter 6. Ja, wo der Großteil der Jünger Jesus verlassen hat, richtig? Where the majority of Christ's disciples turned and walked with him no more. Und das war diese erste Trennung. Und dann sind, wer noch übrig geblieben? So this was this first separation and who was left over? Die 12, richtig? The 12. Und einer von ihnen war ein? And one of them was a? Teufel, richtig, es war Judas. Amen. Ja. Judas. Und warum hat Jesus diese erste Krise zugelassen? Was hat Ellen White gesagt? Why did Christ allow this first crisis to come upon us? What did we read in the Spirit of Prophecy? Um sie vorzubereiten auf was? To prepare us for what? Auf den letzten Test, genau. Prepare us for the last test. Und die krönende
Versuchung, ganz genau. The crowning temptation. Ja, deswegen, das ist dieser letzte Test hier. Ja, denn sie kommen ja hier zur Kluft und was sagt Ellen White? This is the last test. They come to the chasm and what did Ellen White say? Wenn sie hier versagen, if they fail here, war alles umsonst gewesen, richtig? Everything else is in vain. Ja, deswegen, das ist dieser letzte Test, denn wenn sie hier rüberkommen, dann haben sie es geschafft. It's the last test because when you get across the chasm, you've made it. Und auch Christi Gleichnisse 406, er sagt uns ja, um Mitternacht kommen wir mit dem Tod ins Angesicht. So Christ's Object Lessons 406 tells us at midnight that we come face to face with death. Und sie sagt dann auch, das ist dieser letzte Test, den wir haben werden hier am Ende unserer Gnadenzeit. This is the last test that we will have at the end of our time of probation. So, deswegen hier Matthäus Kapitel 10, er gibt jetzt seinen 12 Jüngern Vollmacht. So in Matthew chapter 10, he gives his disciples power. Ja, und was ist diese Vollmacht, die sie hier bekommen? And what is this power that they receive here? Gehen wir, haltet den Finger hier in Matthäus 10, gehen wir zur Offenbarung 18. Turn to Revelation chapter 18. Und lesen wir Vers 1. And read verse 1. Offenbarung 18, Vers 1. Was ist diese Vollmacht, die sie hier bekommen? What's the power that they receive here? Revelation 18, verse 1. Ich schreibe hier schon mal Vollmacht hin. So, we receive power. Und das steht Offenbarung 18, Vers 1. Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht. Und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon. Ja, also wo ist Babylon gefallen? So where does Babylon fall? Genau hier an Punkt B. Right here at point B. Und hier kriegen wir diese Vollmacht von Offenbarung 18, 1 bis 3. And it's at this point that we receive this great power from Revelation 18, 1 through 3. Und warum brauchen wir hier Vollmacht? Why do we need power here? Richtig, damit wir das alles durchstehen können. So that we would be able to stand in the time of trial. Denn wer wird hier auch mit Vollmacht runterkommen? So who else is coming down here with power? Satan, ne? Satan kommt hier runter und versucht jetzt Hiob. Satan comes down at this point and tempts Job. Deswegen, wir haben immer das richtige Werk, das Christi Werk, und Satan tut sein falsches Werk, er gibt seinen Dienern dort Vollmacht. So we've always got the true work, but it's going to be paralleled by this false work. Ja. Und was sagt Matthäus 24 hier, wenn die Erde erschüttert wird, wer wird ja auftreten? So what does Matthew 24 tell us that when the nations are shaken here, the shaking of the earth here, what comes up? Genau, diese falschen Propheten, richtig? False prophets. Yeah. Ja, und er sagt hier, hütet euch vor diesen falschen Propheten. Yeah. Und diese falschen Propheten sind die jetzt hier, die hier bei der ersten Tempelreinigung rausgereinigt worden sind. Tells us to beware of false prophets, and it's these false prophets that are going to be cleansed out at this first temple cleansing. Deswegen, das sind, wir sehen, wie das alles miteinander harmoniert. So we can see that everything that we're bringing together here is in harmony. Gehen wir jetzt zurück zu Matthäus 10. So back to Matthew chapter 10. Ja, also er gibt ihnen hier in Vers 1 diese Vollmacht. So in verse 1 he gives them this power. Ja, nämlich diese Botschaft aus Offenbarung 18. The message of Revelation 18. Ja, und was tut diese Vollmacht? Was steht hier in Vers 1? And what does this power do? This great power. Was tut diese Botschaft? What does this message do? It tells us in Matthew 10 chapter 1. Es sagt hier, es ist um unreine Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. It's to power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Unreine Geister sind diese falschen Botschaften, diese falschen Lehren. So unclean spirits, these false messages, these false teachings. Ja. Denn aus dem Mund von dieser dreifachen Einigung gehen ja diese drei unreinen Lehren hervor, richtig? So from the mouth of this threefold union comes these false teachings. Und was für ein Gebrechen werden wir da heilen? Was hat Miller in seiner Zeit verkündigt? And what sickness was sagt Ellen White? And disease are we healing? What did Miller proclaim in his time? Genau, die heilende Botschaft, richtig? It's the healing message. Ja, es ist die Botschaft, die uns von diesen Sündenkrankheit heilen wird. It's the message that will heal us from this sick sinness, this sin of false doctrines. Ja. Deswegen, wir müssen anfangen, die Bibel geistlich zu verstehen, Geschwister. So we need to start to understand the Bible in its spiritual application. Natürlich wird es auch buchstäbliche
Krankenheilung geben. Of course there are going to be literal physical healings ja, denn, take place. Ellen White sagt ja, die Gesundheitsbotschaft ist der rechte Arm der dritten Engelsbotschaft. So Ellen White tells us that the health message is the right arm of the third angel's message. Ja. Aber wollte Christus immer nur die buchstäblichen Gebrechen heilen? But did Christ just want to heal people from their maladies and sicknesses physically? Nein, sondern er wollte immer die geistliche Bedeutung dahinter vermitteln. No, he constantly wanted us to understand the spiritual application that he was healing. Er wollte klar machen, dass er derjenige ist, der den Sündenaussatz beseitigen kann. He wanted to make clear that he was the one that forgives and removes sin. And the leprosy of sin. The leprosy of sin. Und dass er die Blindheit von uns wegnehmen kann. That he wants to take the blindness away from us. Ja, und unsere verstopften Ohren, dass wir wieder hören können. And it would unblock our ears that we can hear. Ja, weil wir immer nur buchstäblich denken. Because we are constantly thinking nur literal. Und deswegen, das ist was, was dieses Werk dann hier sein wird, dieser 12 Jünger. And this is this work that's going to be done here by these 12 disciples. Ja. Und wohin sendet er sie? Where does he send them? Lesen wir Vers 5 bis 6. In verses 5 to 6. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ja. Also hier sehen wir jetzt, das ist immer noch dieses interne Werk hier, ja, wo jetzt diese verlorenen Schafe gesammelt werden sollen. So, not to the Gentiles and the Samaritans, but to the lost sheep of the house of Israel. It's still an internal work at this point here. Und Bruder Mark wird, denke ich, da noch mehr drüber sprechen nachher. And Brother Mark's going to speak more on this subject later. Und dann Vers 7 steht: Geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. In verse 7 it's telling us to go preach, saying that the kingdom of heaven is at hand. Ja, also hier sehen wir, dieses Gottesreich ist nahe. So we can see here that at this point the kingdom of heaven is at hand or it's near. Ja, also das ist, warum wir hier ein Zeuge davon, warum wir hier an dem Punkt B dieses Wort nahe markiert haben. So it's one witness as to why at point B we're marking this word at hand or near. Ja, das ist ja was Bruder Mark euch auch zeigen wollte und anscheinend das alle vergessen hatten. And this is what Brother Mark wanted to show us and some of us quickly forgot. Ja. Und ein zweiter einfacher Zeuge, den wir uns schon angeschaut haben, war hier diese dreifache Vereinigung, richtig? So, two, three witnesses we took a look at this point is the threefold union. Ja, denn wenn der Protestantismus die Hand reicht mit... So when Protestantism stretches the hand and clasps the hand of... Katholizismus und Spiritismus. Spiritualism. Ja, sie sagt, wenn diese dreifache Vereinigung zusammenkommt, dann soll was sein? She says, when this threefold union comes together, then what should take place? Genau, dann kommt dieses Wunderwirken Satans. It's at that point that the Satan comes down with great power. Und wir können wissen, sagt sie, dass das Ende nahe ist. And we can know at this point that the end is near. Also hier in Punkt B haben wir dieses nahe markiert. So it's here at point B we're marking that the kingdom of heaven is at hand or is near. Denn für diese Gruppe kommt Christus ja symbolisch gesehen hier wieder. So for this group, symbolically, Christ returns here. Ja, deswegen ist da dieser Aufruf, ist es nahe herbeigekommen. So this is why this call that the kingdom of heaven is at hand. Und er sendet sie jetzt aus und lesen wir jetzt Vers 16. And if we read in verse 16, also he sends the disciples out. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlange und ohne falsch wie die Tauben. Also wir werden jetzt hier losgesandt und wohin kommen wir jetzt, unter welche Kompanie werden wir jetzt gesandt werden? So we're getting sent out at this point and under which company are we going to have? Genau, die Wölfe. Und wer sind die Wölfe? Company of wolves. And who are the wolves? Was sagt Matthäus 7? What does Matthew 7 tell us? Vers 15. Vers 15. Hütet euch vor den falschen Propheten. Yes, the false prophets. Ja. Also beware of false prophets. Sind diese falschen Propheten hier, denn sie sind ja die Wölfe in Schafspelz. So the false prophets are the wolves in sheep's clothing. Und dann sagt er auch weiter hier in Vers 17. And in verse 17 he goes on to tell us. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern
und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Also was werden sie letztendlich mit uns machen? So what are they going to do with us in end effect? Sie werden uns ausliefern. So they're going to deliver us up there. Und zwar zu den Gerichten und den Synagogen. They're going to report us to the courts, to the councils, to the synagogues. Und das haben wir eben gerade schon in Johannes 16 gelesen, wo sie euch aus der Synagoge rausschmeißen und töten wollen und denken damit Gottes Willen zu tun. That's what we just read in John 16, where they are going to throw us out of the synagogues, and when they kill some of us, they're going to think to be doing God a service. Ja. Und warum denkt ihr, dass sie denken, dass sie Gottes Willen damit tun? Why on earth do we think that they think they're doing God's will? Sie sind verführt, genau. They're deceived, yes. Aber was wird ihnen sagen, dass sie dieses Werk zu tun haben? What's going to tell them to do this work? Die Gerichte Gottes praktisch nicht über sie kommen werden oder über die Welt, wenn die Schuldigen besättigen. Ja. Aber intern gesehen. Internally. Ja. Denn die falsche Botschaft, der dieses andere Lager benutzt, das auch noch Linien. The false message that these false shepherds are using, do they also use lines? Ja, richtig. Yes. Also Jeffs Lager und so weiter, die benutzen ja auch Linien. Also Jeffs Camp, they're using lines. Ja, und was geben uns denn die Linien vor? What do the lines give us? Unsere Aufgabe, richtig, unser Werk, richtig? They tell us what our responsibility is, what our job is. Deswegen, wenn du falsche Linien hast und ein falsches Werk da markierst, dann if you've got false lines that's marking a false work, dann sagst du ja, meine Linie lehrt mich doch, dass ich das jetzt zu tun habe. I'm going to tell you, it's like, look at our lines, that tells me to do this at this point. Ja. Und zum Beispiel Hesekiel Kapitel 9, was ist denn Hesekiel Kapitel 9? And what's in Ezekiel Chapter 9? Da ist der Mann mit dem Schreibwerkzeug, der versiegeln soll, richtig? So you've got the man with the ink horn that's to seal. Und dann gibt es diese fünf Männer mit den Schlachterwerkzeugen, die nachher alle töten sollen. And then you've got the five men with slaughtering weapons that are to go behind and to slay. Ja. Und das ist gar nicht an den Haaren herbeigezogen. It's not. Also es ist nicht irgendwie far-fetched. Not so far-fetched, thank you. Ja. Dass diese Prophezeiung falsch ausgelegt werden wird. It's not far-fetched when we can see in advance that this prophecy is going to be misunderstood, misinterpreted and falsely executed. Denn wie sollen wir die Bibel verstehen? How are we supposed to understand the Bible? Geistlich. Ja. Spiritually. Aber wenn du von Satan geleitet wirst, wie verstehst du dann die Bibel? But if you're being led by Satan, how does he lead you to understand the Bible? Buchstäblich, ganz genau. Ja. Deswegen, dann wirst du das buchstäblich nehmen, ja, dass du die Gottlosen alle töten musst. So you're going to literally, according to Ezekiel 9, take a slaughtering weapon in your hand and slay. Ja. Aber konnten die Juden damals Christus selbst töten? But in this time period, in Christ's time, could the Jews cast Christ off the cliff? Could they slay him? Nein. No. Welches Schwert haben sie deswegen benutzt? What sword did they use? Genau, das Schwert des Staates. They used the sword of civil authority. Ja. Und wenn sie hier dieses Todesdekret erlassen, and when they make this death decree here, dann wissen natürlich die falschen Propheten davon auch. Then the false prophets also know of this. Ja. Und sie werden dann versuchen, von diesem Gesetz Gebrauch zu machen. Then they're going to take that law that's just been made and use it. Ja. Sie wollen dich dann dem Staat ausliefern und sie werden dich so anklagen, dass der Staat dann dieses Gesetz dann gegen dich verwenden wird. They are going to report you to the state powers and in such a way that the state is forced to use that law against you. Und so wollen sie dich dann mit dem Staatsschwert töten. And in that sense they're going to use the sword or the power of the state authorities to slay you. Genauso wie sie es mit Christus gemacht haben. Exactly the same as they done with Christ. Und Fjodor wird da noch genau drauf eingehen, auf diese Anklagen, die gegen Christus vorgebracht worden sind. So Fjodor is going to elaborate on these accusations that were brought before Christ. Und inwiefern ja, das dann sich auch in unserer Zeit wiederholen wird. And in how that's going to repeat in our time also. Okay. Also sehen wir, hier werden wir dann ausgeliefert werden. So we can see that we're going to be delivered up here, we're going to be reported. Alle, die treu sind. Everybody who's faithful. Und deswegen, wenn du denkst,
ja, also mir wird das nicht passieren. Es werden vielleicht irgendwelche sein, die da gelehrt haben und Prediger waren oder so. Oder Älteste in der Gemeinde, die werden vor den Königen stehen. And when you think, no, it's not going to be me, it's going to be those that stand up here at the front and teach and preach and the leaders of this movement, but not little old me. Dann lass uns das nächste Zitat mal lesen. Then let's read this next quote and see. Seite 251, das mittlere Zitat. Page 251, the middle quote. Da steht, die Welt ist zu warnen und keine Seele sollte sich mit einem oberflächlichen Wissen über die Wahrheit zufrieden geben. Du weißt nicht, zu welcher Verantwortung du berufen bist. Okay? Also du weißt gar nicht, was Gott mit dir alles vorhat. So you don't know what God is going to call you to do. Und deswegen sagt sie hier, hab kein oberflächliches Wissen über die Wahrheit. And for that reason she's telling you, don't have a superficial knowledge of this truth. Du weißt nicht, wo du berufen sein könntest, dein Zeugnis für die Wahrheit abzulegen. Viele werden vor den gesetzgebenden Gerichten stehen, da in der Kluft. Viele werden vor den gesetzgebenden Gerichten stehen müssen. Einige werden vor Königen und vor den Gelehrten der Erde stehen müssen, um für ihren Glauben zu antworten. Diejenigen, die nur ein oberflächliches Verständnis der Wahrheit haben, werden nicht in der Lage sein, die Schrift klar zu erklären und konkrete Gründe für ihren Glauben anzugeben. Sie werden verwirrt sein und keine Arbeiter sein, die sich nicht schämen müssen. Niemand soll sich denken, dass er keine Notwendigkeit zum Lernen hat, nur weil er nicht vom heiligen Pult predigen soll. Du weißt nicht, was Gott von dir verlangen mag. Okay? Es gibt keine Ausrede. So there's no excuse for us, brothers and sisters. Du wirst ganz garantiert vor diese Gerichte kommen, wenn du Gott treu bleibst bis dahin. Also when you're faithful, God is going to bring you before courts and governors and rulers and kings to give an account for your faith. Denn was haben wir gestern gelesen? Gehen wir nochmal zu Johannes 12. So yesterday we read something. If you go back in your Bibles to John chapter 12. Und ja, und Johannes 12 ist ja das Kapitel über den triumphalen Einzug. So in John chapter 12 it's the chapter regarding the triumphal entry. Und der triumphale Einzug ist wo hier auf der Linie? And the triumphal entry, where do we mark it on our line? Genau, es ist an der Kluft. It's at the chasm, right? Warum nochmal? Why? Genau, die Kluft ist ja markiert hier diesen Mitternachtsruf. So the chasm, it marks the midnight cry. Weil um Mitternacht, was passiert da? So what took place at midnight? Genau, da geht der Ruf, siehe der Bräutigam kommt. Und es ist diese Krise, die den Charakter offenbart, richtig? So it's the cry that the bridegroom is coming, but it's also the crisis in which our character is revealed. Und wir kommen mit dem Tod ins Angesicht, sagt er. We come face to face with death. In Christi Gleichnisse 406. In Christ's Object Lessons 406. Und sie sagt, es ist dieser letzte Test. And she's telling us it's the last test. Und dort wird dann offenbart, ob wir wirklich waren und Glauben an die Verheißung Gottes haben. And it's in this last test that it will be revealed who has faith in the promises of God. Und der Mitternachtsruf ist parallel dann zu welcher Wegmarke in Christi Linie gewesen? So the midnight cry is parallel to which waymark in Christ's line? Das haben wir heute Morgen im Gebetstreffen zum Beispiel gelesen. So we spoke about it this morning in our prayer meeting. Genau, zum triumphalen Einzug, richtig? To the triumphal entry. Denn was für ein Ruf ging hier beim Mitternachtsruf? Was sagt so sie? What was the cry at midnight? What did they say? Siehe, der Bräutigam kommt. Behold, the bridegroom cometh. Und sie vergleicht das dann mit dem Ruf, der hier beim triumphalen Einzug erging. And Ellen White parallels that with the cry that went out at the triumphal entry. Und was war der Ruf beim triumphalen Einzug? What was the cry at the triumphal entry? Genau, selig ist der kommt im Namen des Herrn. Blessed is he that comes in name of the Lord. Sagt, es derselbe Aufruf gewesen. It's the same cry. So, und Johannes 12 spricht jetzt hier über diesen triumphalen Einzug, wo Jesus nämlich einreitet. And John chapter 12 is speaking about this triumphal entry when Christ rides into Jerusalem on a foal of an ass. Das ist ab Vers 12 könnte man das lesen, aber das, könnt ihr nachher selbst für euch tun. So you can look at this yourself. Aber lasst uns jetzt nochmal zu Vers 23 gehen. But we want to look at verse 23. Und lesen dann bis Vers 27. Verse 23 through verse 27. Da steht, Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Okay, also hier haben wir wieder diese Stunde. So once again we've got this hour marked here. Ja, hier bei diesem triumphalen Einzug ist jetzt diese Stunde, wo Gott
sich verherrlichen möchte. So it's the triumphal entry where the hour has come where the Son of Man should be glorified. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Ja. Was muss hier passieren mit dem Weizenkorn? What needs to take place with the corn here? Es muss sterben, richtig. It needs to fall in the ground and die. Hier ist dieses Todesdekret, das gegen uns gebracht wird. This is the death decree that's brought against us. Und wir sind jetzt konfrontiert. Sind wir bereit, für Christus zu sterben oder nicht? And we are confronted with the choice: Are we ready to die for Christ or not? Und wenn wir bereit sind zu sterben, ja, dann sind wir dieses Weizenkorn, was in die Erde fällt und stirbt. And if we are willing to die for Christ, we are that corn that falls in the ground and dies. Und das bedeutet dann natürlich, diejenigen, die hier lebend herausgehen werden, and that means that those of us who come through this crisis with our lives, ja, die werden diese ähnliche Erfahrung haben wie Abraham zum Beispiel. They're going to have a similar experience to Abraham und Isaac, and Isaac, wo du an sich mit deinem Leben schon abgeschlossen hast. Wo du for you you've already decided that you are dead, so to speak. Also du hast schon mit deinem Leben abgeschlossen und Christus wird dich im letzten Moment daran noch rausreißen. So you're ready, you're willing, you've decided you're going to die and at the last minute Christ is going to save you from that. Aber dein Ego ist in dem Fall dann vollständig gestorben. But your wicked character, your ego, your self and selfishness died in that process. So dass du dann hier, wenn du hervorgehst, viel Frucht tragen kannst. So that at this point when you go forward you'll be able to carry much fruit. Ja. Denn hier geht ja jetzt das Evangelium an die Welt. Because it's at this point that the gospel goes to the world. Ja. Und lass uns jetzt weiterlesen. So we read on. Denn er sagt ja, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Ja, ist das der Test hier, ob du dein Leben liebst? Is this the test if we love our lives? Ja, wenn du mit dem Tod konfrontiert bist, when you're confronted with death, you see for yourself, dann wirst you du, love your life, genau. Und dann wird dein Charakter offenbart, ob du wirklich ja, dein Leben bereit bist, für Christus niederzulegen oder nicht. And it will be revealed in your character whether you're really ready to lay down your life for Christ or not. Was war denn hier mit Luther? What about with Luther? Hatte er Angst um sein eigenes Leben hier gehabt? Was he afraid for his life? Nein, sondern no. Er hat manifestiert, ja, dass er klug war, weil er hier um diese Zeit gebeten hat, haben wir gelesen. He manifested that he was wise because he asked for time. Er war also eine kluge Jungfrau. So he was a wise virgin. Ja, und er hat dann hier keinen Gedanken mehr an sein eigenes Leben gehabt. So he cast no care for his own life at this point. Sondern was wollte er nur noch suchen? So what was the only thing that he was concerned about? Gottes Sache, ganz genau. Okay, the work of God, God's honor. Gottes Ehre hat ihm mehr bedeutet als sein eigenes Leben. God's honor was worth more to him than his own life. Denn das ist auch jetzt, was Jesus hier weiter sagt. This is what Christ goes on to say here. Lesen wir also, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Ja, dein Name wird im Buch bleiben. So your name would be written in the book of life. Wenn jemand mir dienen will, in Vers 26, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Ja. Also was müssen wir hier tun? So what do we need to do here? Genau, wir müssen den Vater ehren und wir müssen Christus folgen. We must follow Christ and honor the Father. Und Christus ist ja ans Kreuz gegangen, deswegen wir müssen dort ebenso. And to follow Christ, Christ is on the cross, so we need to do the same. Und jetzt Vers 27. In verse 27. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Ja. Also wir sehen hier, das ist diese Stunde, in die wir gebracht werden sollen. So we can see from verse 27 that this is the hour and that we've been called and raised up to endure. Ja. Deswegen wir werden hier vor diese Könige gebracht werden, Geschwister. So we are going to be brought before kings, governors, rulers and councils. Ja. At this point, brothers and sisters. Und es ist wichtig, dass wir deswegen nicht
uns zurücklehnen und denken, ja, das lass mal die anderen das machen. So it's important that we don't sit back and think, let the others work out the difficult truths. Sondern wenn du wirklich hier über die Kluft kommen willst, so if you really want to get across this chasm, denk dran, für diese Stunde sitzt du hier gerade in diesem Zimmer. Just remember, this hour you sit alone. Und je nachdem, wie du heute schon dich anfängst vorzubereiten, wirst du dann hier manifestieren. And it's dependent on how we decide to prepare ourselves today, it will be revealed as to what preparation we've made when we're in this crisis. Vorausgesetzt, du gehst natürlich bis hierhin durch. Of course, presuming that we go through this whole crisis before us. Ja, deswegen, wir müssen erkennen, diese Sachen sind wirklich ernst. So we need to understand and see that this is serious. Ja, und wir müssen unser Leben wirklich ändern. And we need to change the way that we spend our time. Okay, dann lass uns weiter fortfahren. So let's continue. Also die nächsten Punkte werden wir versuchen ein bisschen zusammenzufassen. So we're going to try and summarize the next few points. Also hier am Ende von Seite 251, die Texte kennen wir, denke ich. Also the last text from Isaiah on the bottom of page 251. Da ist über Lucifer, über Satan die Rede. Speaking about Lucifer. Ja, und er wollte ja seinen Thron an Gottes Stelle setzen. So he wanted to exalt his throne in the place of God's. Und er wollte auch sich auf diesem Götterberg am äußersten Norden. And he wanted to sit also hinsetzen. Upon the mount of the congregation in the sides of the north. Ja. Deswegen, was hat er versucht, welche Macht hat er versucht an sich zu reißen? So what power is he trying to ascertain here? Er wollte einmal den Thron, ja, das ist diese zivile Macht. Diese Staatsmacht sozusagen. He wants the throne, which is a representation of the civil power. Denn auf dem Thron sitzt ja der König, richtig? Because the king sits on the throne, right? Und dieser Götterberg ist dieser Berg der Versammlung. And the mount of the congregation speaks for itself. It's the mount of the gathering, the conversation. Das ist dann die Gemeinde. Es ist also Kirche und Staat, die er verbinden will. So the mount of the congregation, that's the church, and Satan wants to bring state powers and church powers together under his own belt. Christus ist ja derjenige, der im Himmel über Kirche und Staat regiert. So Christ is the one in heaven who rules over church and state. Und Satan will ja so sein wie Jesus. And Satan wants to be like Christ. Und deswegen will er auch unbedingt Kirche und Staat verbinden. And for that reason he must have the powers of church and state. Und deswegen haben wir auch hier auf Erden diese Kontroverse jetzt vor uns and gehen. For that reason we've got this controversy that's playing out here on the earth. Weil er möchte die Gewissen der Menschen kontrollieren. Because Satan wants to control the liberty of conscience of humans. Und was hat aber Jesus gesagt, als er hier auf Erden kam? And what did Christ say when he came here to the earth? Ja, als er vor Pilatus stand. As he stood before Pilate, der nächsten Seite, on page 252, das ist Johannes 18, da wird er gefragt, bist du der König der Juden? So it's John 18 and he's been asked, are you the king of the Jews? Und dann in Vers 36 antwortet er, and in verse 36 he gives answer. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, dass ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Also, soll hier auf Erden jemals Kirche und Staat verbunden werden? So, what Christ is saying is, the question, should church and state be brought together here on the earth? Nein. No. Weil Jesus weiß ja, dass es hier korrupte Menschen gibt, die diese Macht missbrauchen werden. So, Christ knows that the people here are corrupted and that power would be misused. Gehen wir... Haltet den Finger hier in den Notizen und gehen wir zur Seite 194 in den Notizen. So, keep your finger here and turn to page 194. Und als ich das gelesen habe, das war wirklich für mich so ein Augenöffner. So, and as I read this, this was a real eye-opener for me. Ja. Und wir müssen das wirklich richtig begreifen.
And we really need to understand this, brothers and sisters. Also das letzte Zitat auf 194. So the very last quote on the page, bottom of page 194. Da steht, wenn die führenden Kirchen der Vereinigten Staaten, die sich auf solche Glaubenspunkte einigen, die von ihnen gemeinsam gehalten werden, den Staat beeinflussen werden, um ihre Dekrete durchzusetzen und ihre Institutionen aufrechtzuerhalten, dann wird das protestantische Amerika ein Bild der römischen Hierarchie geformt haben. Und dies wird zwangsläufig zur Verhängung von Zivilstrafen gegen Andersdenkende führen. Ja. Also, wenn sich Kirche und Staat verbinden, was ist zwangsläufig das Resultat? So, when church and state comes together, what is the inevitable result? Religiöse Einschränkung. Ganz genau, es ist eine religiöse Einschränkung. Und warum ist das, Geschwister? Okay, warum muss das immer so kommen? Civil penalties. And why must that happen? Wenn sich Kirche und Staat verbinden, warum muss es dann so kommen? So when church and state come together, why is that a definite consequence? Denn wenn der Staat ein Gesetz erlassen muss, also when the state powers make a law, dann muss er ja bestimmte Parameter definieren. So they have to define that law within certain parameters. Er muss ja sagen, das ist okay. Und das ist nicht mehr okay. So they have to say and define that this is allowed, but this is not. Ja. Und wenn es jetzt zu Glaubenspunkten kommt, but when it comes to matters of conscience, matters of religious interest, dann muss der Staat ja dann auch wissen, okay, dieser Glaube ist okay und dieser Glaube ist nicht mehr okay. So the state powers must also determine that this faith is good and this faith isn't. Ja. Und dann muss ja irgendwie ein Konsens geschaffen werden unter den Kirchen, die das dann dem Staat sagen können, ja, das ist der richtige Glaube und das ist der falsche Glaube. And there has to be a type of consensus under the churches that they turn round to the state powers and say, look, this is an acceptable form of belief, but this isn't. Und das setzt dann der Staat in ein Gesetz ein und definiert dann, das ist der wahre Glaube. And that places the state powers in a position to determine that this is allowed and that isn't. Und dann, jeder, der diesem Vorbild dann nicht entspricht, and then anyone and everyone who doesn't fall into this category of faith, übertritt dann das Staatsgesetz. Is breaking the law. Und deswegen muss er dann bestraft werden. And for that reason must be punished. Und das sagt sie hier ganz am Anfang des Zitates. Ja. And she tells us right at the beginning of the quote, ja, wenn die führenden Kirchen der Vereinigten Staaten, die sich auf solche Glaubenspunkte einigen. So she tells us when the leading churches of the United States uniting upon such points of doctrine as are held by them in common. Ja, die von ihnen gemeinsam gehalten werden. Ja, deswegen die führenden Kirchen werden sich einigen und sagen, das ist der wahre Glaube. So the leading churches are going to come together and they're going to make a consensus upon what is termed as true faith. Und sehen wir das, diese Bewegung? Do we see this movement? Dass die führenden Kirchen versuchen zusammenzukommen in den entscheidenden Glaubenspunkten. Can we see a movement where the leading churches are coming together to decide on what is our faith, what makes up our faith? Ja, das ist die Ökumene, richtig? Yes, it's the ecumenical movement. Deswegen, wie gesagt, ist alles vor unseren Augen. It's right in front of us. It's happening. Und diese Evangelikalen, sie sind dabei, Trump zu beeinflussen. And the evangelicals are right at Trump's feet, trying to influence every move he makes. Ja, gehen wir mal zu Seite 245. So if we turn to page 245 in the notes. Das ist jetzt hier auch ein Auszug aus einem News magazine. So this is a clip that was taken from a news magazine. Und lesen wir einfach da oben das Fettgedruckte. And we're just going to read at the top the bold print. Es steht, es ist eine Sache, diese berüchtigte Statistik zu hören, dass 81% der weißen Evangelikalen, die für Trump stimmten, Trump unterstützten und die sie aus der breiten soziotheologischen Sicht der Analyse zu betrachten. Also hier sehen wir, wie viele Prozent der weißen Evangelikalen unterstützen Trump? So it's telling us what percent of white evangelicals are backing Trump? 81%. 81%. It's a landslide majority. Das gab es noch nie, dass eine Gruppe so
klar entschieden hinter einem Präsident stand. Never had a group that so decidedly behind the president. Ja, und das ist auch was in der Geschichte passierte. And this has also taken place in history. Ja, gehen wir mal zu 244. On page 244. Und lesen wir hier das erste fettgedruckte. The first bold print, I believe that's on page 243 in the English notes. Und genau, das ist auf Englisch, ich fing's vorher an. Da steht, sie wollten die Hilfe von Konstantin, das ist jetzt hier die Kirche, und der zivilen Macht. Und Konstantin hingegen wollte die Hilfe des mächtigen Einflusses der Kirche bei der Verwirklichung seiner Pläne als Kaiser. Jede Seite wünscht sich eine Allianz, die zu ihren gegenseitigen Nutzen wäre. Und entsprechend wurde die Sache getan. Konstantin hat sich ganz natürlich auf die Seite der mächtigsten Fraktion gestellt. Ja. Also hat Trump einen Vorteil davon, von diesen ganzen Evangelikalen? So does Trump have any advantage from having this 81% of the evangelicals behind him? Ja klar. Yes, of course. Und werden sie auch Vorteile von ihm haben? And are, do they have any advantage for having Trump as their president? Ja, hat Trump ihnen nicht alle möglichen Versprechen gegeben? Did Trump not promise them all different types of things that were to their advantage? Ja, dass er dieses Johnson Amendment zum Beispiel ändern würde? Like for example that he promised to change or to remove the Johnson Amendment? Also, dass sie wieder Spenden von politischen, also dass sie wieder für die Politik sprechen können vom Rednerpult, ohne ihren Steuerfreistatus zu gefährden. So that the church can once again teach politics from the pulpit without losing their tax-free status. Ja, das hat er alles ihnen versprochen und er wird es auch umsetzen. Yes, he's promised to do it and he'll do it. Weil er darf diese Wählerschicht nicht verlieren. Because he cannot afford to lose these voters. Ja. Und so sehen wir, dass es ein gegenseitiges Bündnis ist, wo sie beide sich nutzen können. So we can see that the one is rubbing the one back and the other is rubbing the other. They both benefit from each other. Und diese Allianz, ja, lesen wir, wie das in der Geschichte war. Nächstes fettgedruckte. And we can read about this alliance, the next bold print on page 244. Da steht, dieses Bündnis setzte sich nach Konstantins Tod fort und wurde immer stärker und stärker. Und der rechtliche Weg, auf dem die zivile Macht in die Hände der Kirche kam, waren die Sonntagsgesetze. Ja, also dieses Bündnis wird immer stärker und stärker werden. It's telling us this alliance will get stronger and stronger. Und diese Evangelikalen, die scheren sich nicht darum, dass Trump ja so viel Dreck am Stecken hat. And these evangelicals, they couldn't care less that Donald Trump's an immoral man. Weil sie einfach ihre Ziele mit ihm durchsetzen können. Because they can achieve their goals with this man. Und das müssen wir erkennen, Geschwister. And we need to recognize this, brothers and sisters. Und das ist, was uns in diese große Drangsal bringen wird, sehr bald. It's this very thing that's going to bring us into this time of trouble very soon. Und lass uns jetzt nochmal zur Seite 252 gehen. On page 252. Und da steht jetzt hier in Matthäus 22. In Matthew 22. Da ist jetzt, wo die Juden Jesus fangen wollen. Say that again, please. They want to catch him out. Also, sie wollen ihm eine Falle stellen. Yeah. Also the Jews, they want to catch Jesus out. They want to set a trap for him. Sie bringen ja diese Münze zu ihm und sagen, dürfen wir dem Kaiser Steuern zahlen? And they bring this coin to him and say, should we pay taxes? Und dann lesen wir ab Vers 17. And from verse 17 onwards we read. Darum sage es uns, was dünkt dich? Ist es erlaubt, dem Kaisern die Steuer zu geben oder nicht? Als aber Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeiget mir die Steuermünze, da reichten sie ihm einen Denar. Und er spricht zu ihnen, wessen ist das Bild und die Aufschrift? Sie sprachen zu ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, so gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Also was tut Jesus hier? So what's Jesus doing here? Seine Antwort. In his answer to the Pharisees. Wen erkennt er dort an als Macht? Who is he recognizing as the power? Ja, er erkennt den Staat an als solchen. Er sagt. So he's recognizing the state power. He's saying Caesar. Und er spricht über Gott, richtig? And then he's recognizing God's power. Genau. Und er sagt aber, gebt dem Kaiser was des
Kaisers ist. And he's saying, give to the state what belongs to the state. Und gib Gott was and Gott give gehört. To God what belongs to God. Ja, er sagt nicht, gib dem Kaiser was Gott gehört. He's not saying, give to Caesar what's God's. Oder gib Gott was dem Kaiser gehört. Or give to God what belongs to Caesar. Ja. Sondern er sagt, gib dem Kaiser was des Kaisers ist. He's und saying, give Caesar what's Caesar's. Gott was Gottes ist. And God what's God's. Und das ist sehr wichtig, Geschwister. And this is important to understand. Denn lesen wir noch das nächste Zitat. So in the next quote on page 253 we read. Da steht, die Prophetie stellt den Protestantismus so dar, dass er lammähnliche Hörner hat, aber wie ein Drache spricht. Schon jetzt beginnen wir die Stimme des Drachen zu hören. Es gibt eine satanische Kraft, die die Sonntagsbewegung antreibt, aber sie ist verborgen. Also hier spricht sie jetzt über diese Sonntagsbewegung. So she's talking about the Sunday movement here. Und nach außen hin scheint sie wie eine reine Bewegung zu sein. And from the outside it looks like a pure movement. They have good motives. Ja. Aber sie sagt, es ist diese satanische Macht dahinter, aber diese satanische Macht ist verborgen. But she's telling us that there's a satanic force that's propelling this movement. Ja. Und dann lesen wir das nächste Fettgedruckte. So the next bold print in the same quote. Sie sagt, vor uns liegt die Aussicht, einen ständigen Krieg zu führen, unter der Gefahr der Inhaftierung, des Verlustes von Eigentum und sogar des Lebens selbst, um das Gesetz Gottes zu verteidigen, das durch die Gesetze der Menschen außer Kraft gesetzt wird. Ja, also sie spricht jetzt folglich natürlich dann, ja, sie sagt, hier ist diese Sonntagsgesetzbewegung, die hier die Religionsfreiheit einschränken will. So she's telling us this is the Sunday movement that wants to restrict our religious liberties. Und zwischen A und B sagt sie, ist dann diese Aussicht auf diese Phase jetzt. So in between A and B you can see that into this phase. Ja, und in dieser Phase sagt sie, ist dann ja dieser ständige Krieg zu führen, der einhergeht mit Gefahr der Inhaftierung, des Verlustes von Eigentum und sogar des Lebens selbst, um Gottes Gesetz zu verteidigen. Telling us that there's a war going on that's going to bring us into At the risk of there's the prospect before us of waging a continuous war at the risk of imprisonment, losing property and even life itself to defend the law of God. Ja. Und dann sagt sie hier jetzt in dieser Zeit der Prüfung. So she's telling us in this time of testing, sagt sie, dieser Bibeltext wird uns entgegengehalten werden. She's telling us that there's a particular verse of the Bible that's going to be quoted against us. Jedermann sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan. Die vorhandenen aber sind von Gott verordnet. And it's telling us, let every soul be subject to the higher powers, the powers that are ordained of God. Okay, also Satan benutzt ja immer die Bibel, richtig? So Satan always misuses the Bible. Und er benutzt dann Bibelverse. And he uses Bible verses. Und bringt sie aber aus dem Kontext raus. But he takes them out of context, he twists them. Und was, woher kommt dieser Bibeltext hier, der gegen uns verwendet wird? Where is this Bible verse found that's used against us? Genau, es ist Römer 13. It's Romans chapter 13. Deswegen lass uns hier mal Römer 13 lesen. So let's have a look at Romans chapter 13. Steht, jedermann sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die vorhandenen aber sind von Gott verordnet. Also da kann man doch meinen, ja, dass Gott uns befiehlt, uns der Staatsgewalt unterzuordnen alle Zeit. So if we were to take that on its own, it could appear that God's telling us to obey the state powers at all times. Und es sagt weiter, but it goes on to say, wer sich also der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Ordnung Gottes. Die aber widerstreben, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Also das werden sie unter anderem gegen uns benutzen wollen. So they're going to tell us, as it goes on to say, that whoever resists God resists. Whoever resists the state power resists God and they are worthy of punishment. And they're going to use this against us. Denn die Herrscher sind nicht wegen guten Werken zu fürchten, sondern wegen bösen. Willst du also die Obrigkeit nicht fürchten, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zur Strafe an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlet ihr ja auch Steuern,
denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu bestellt sind. So gebet nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Sei niemand etwas schuldig, als dass ihr einander liebet, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Forderung, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, lass dich nicht gelüsten, und welches andere Gebot noch sei, wird zusammengefasst in diesen Worten, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Okay, also das wird also ein ganz wichtiger Text werden in dieser Kontroverse hier über Staat und Kirche. So this particular portion of scripture is going to be very important to understand in this controversy between church and state. Und leider sind wir schon über der Zeit. And unfortunately we've gone over our time. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich irgendwie noch auf diesem Seminar irgendwo noch was reinbringen kann, wo ich das noch zu Ende machen kann, diesen Vortrag. Also I don't know if I'm going to find time in this seminar to bring this particular point to a close. Und falls das nicht möglich sein sollte, dann werde ich das einfach, wenn ich zurück in Österreich bin, aufnehmen. And if it's not possible when I get back to Austria, I'm going to record it. Aber lass uns einfach noch hier lesen. But let's just read this portion. Das ist auch jetzt hier aus der Washington Post. This is from the Washington Post. Dass Trumps Administration bereits diesen Vers benutzt hat. That Trump's administration has already used this verse. Um ihre Politik zu verteidigen. To defend their political stance. Denn wir wissen ja, dass Trump diese Mauer dort zu Mexiko aufbauen will. Then we know that Trump wants to build this wall between the USA and Mexico. Und dass das sehr kontrovers ist in Amerika. And that it's a controversial subject in America. Ja, und diese ganze Einwanderungspolitik, die Trump jetzt betreiben möchte. Immigration in America that Trump wants to stop. Auf Seite 254. On 254. Und da ist jetzt hier von Jeff Sessions die Rede. And this is speaking from Jeff Sessions. Und er war ehemaliger Justizminister von this guy, Trump. This guy was the Attorney General from Donald Trump. Ja. Und er ist von Trump mittlerweile schon gefeuert worden. So, he has been fired from, he's been relieved of his office from Donald Trump. Ja. Since then. Aber was hat er vor kurzem gesagt? What did he say? Hier im Juni 2018. In June 2018. Da sagt dieses Zitat hier: Generalstaatsanwalt Jeff Sessions benutzte am Donnerstag einen Bibelvers, um die Politik seiner Abteilung zu verteidigen. Jeden zu verfolgen, der die Grenze zu Mexiko überschreitet, und schlug vor, dass Gott die Regierung dabei unterstützt, einwandernde Eltern von ihren Kindern zu trennen. Jetzt Zitat von ihm. Ich möchte Sie an den Apostel Paulus und seinen klaren und weisen Befehl in Römer 13 verweisen, die Gesetze der Regierung zu befolgen, weil Gott die Regierung für seine Zwecke eingesetzt hat, sagte Sessions während einer Rede vor Strafverfolgungsbehörden in Fort Wayne, Indiana. Eine konsequente und faire Anwendung des Gesetzes ist an sich eine gute und moralische Sache, und das schützt die Schwachen und schützt die Rechtmäßigen. Ja, also hier sehen wir, ja, dass das alles hier schon im Gange ist, und dieses Denken ist in der Trump-Administration schon sehr verbreitet. So we can see that this Bible verse has already been used in the Trump administration, it's already there, and that mindset is already apparent. Ja. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. So I don't know if you know, but aber im Weißen Haus findet wöchentlich eine Bibelstunde statt. In the White House there is a weekly Bible study that takes place. Und das hat der Vizepräsident einberufen, Mike Pence. The Vice President takes part. Ja. Und er sozusagen die ganze Administration ist immer da eingeladen, daran teilzunehmen. So the vice president introduced this Bible study and the whole Trump administration is invited to take part. Ja, und Trump kann da nicht immer dabei sein, aber er kriegt das immer zugeschickt. So ja. Donald Trump can't always be there, but he always gets the outcome and all the rest of it sent to him. The vice is a Catholic. Yeah. The vice president is a Catholic. And the vice president is a Catholic. Der Vize sicher? Yeah, I mean he said it in his introduction.
In seinem, ich glaube nicht, dass er, ich weiß nicht, ob. Ja, komm. Protestant, war genau. Also er war früher Katholik. Ja. Und jetzt ist er Protestant. Aber er hat in seiner Rede hat er gesagt, ja, wenn ich mich vorstellen sollte, würde ich das so machen. Ja, ich bin zuerst Christ, dann bin ich, das zweite weiß ich nicht mehr, Familienvater oder so. Und dann Politiker oder irgendwie sowas hat er gesagt. Aber er hat gesagt, ich bin zuerst Christ. Also der Vice President said, if I were going to introduce myself, I would introduce myself thus. I am first and foremost a Christian and then a family man and then the role or office of my vice president or something to that effect. But the point that we're making is that he places his role as Christ, as Christian, first in his priorities. Und deswegen, wir müssen verstehen, ja, dass diese Sachen sind, wie gesagt, vor unseren Augen. Und wir müssen das erkennen, Geschwister. So we need to understand that these things that have been spoken of us here, they're right in front of our eyes and we need to recognize them. Und wir müssen aufwachen. We need to wake up. Ja, denn die Tür wird schließen hier in Mitternacht A für uns. Because the door is going to close here at midnight point A for us. Und deswegen lasst uns mit diesem Gedanken jetzt abschließen. So with that thought we shall close. Und lasst uns gemeinsam beten. We shall close with prayer. Himmlischer Vater, Heavenly Father, wir möchten dich preisen für deine Gnade, we want to give you thanks for your mercy, dass du alles vor unseren Augen zur Schau stellst, that you open these things up, that we may see them clearly, sodass wir die Sachen erkennen können, die vor uns stattfinden. So that we can recognize the events that are about to take place. Und wir möchten dich bitten, Vater, dass du uns hilfst, dass wir diese Blindheit loswerden. And we ask, dear Father, that you would help us to remove the blindness. Dass diese ganzen Bewegungen, die jetzt schon im Gange sind, that this whole movement that's in the process of at the moment, dass wir dort ja dann auch die Ernsthaftigkeit der Lage erkennen mögen. That we would recognize the seriousness of the situation. Und dass wir verstehen, dass wirklich bald die Tür für uns zugehen wird. And that we would really truly understand and believe that the door is about to close on us. Und dass wir deswegen diese Veränderungen in unserem Leben unternehmen mögen. And for that reason we need these changes in our lives. Sodass wir doch wirklich glauben, dass wir für diese eine Stunde dort hier jetzt in diesem Raum sind. That we would truly believe that we have been called for this particular hour. It's the reason why we're here in this room now. Für diese Stunde, wo wir vor den Gerichten stehen werden, um Christus zu bekennen. This hour where we are going to be pulled before governors and rulers and kings and councils to stand for our Lord. So bitte hilf uns, dass wir uns nicht mit Ausreden und Täuschungen selbst belügen. Help us that we wouldn't make excuses, Lord, and that we wouldn't love to deceive ourselves. So dass wir weiter in fleischlicher Selbstsicherheit vor uns hinleben können. So that we would constantly lay worldly securities before us. Sondern dass wir Buße tun vor dir wie noch nie zuvor. But that we would repent like we've never done. Bitte bring alle Situationen in unserem Leben zutage. Lord, please shine a light upon all the aspects of our lives. So dass wir zum Fuß des Kreuzes gebracht werden. So that we would be brought to the foot of the cross. So dass wir bereit sind, unser Leben hier auf Erden niederzulegen für Christus. That we would be ready and willing to lay down our lives for Christ. So dass wir das Leben, das wahre Leben wirklich erhalten können. So that we may attain the true and eternal life. So bitten und danken wir dafür im Namen Jesu. So we give you thanks and we ask these things in the name of Christ Jesus. Amen. Amen.